Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Skyrim. Wir befinden uns im Dörfchen Flusswald. Wir kamen gerade aus dem Ödsturz-Hügelgrab, wo uns der liebe Fendal dabei geholfen hat, die goldene Klaue für das Flusswald-Handelskontor wiederzuholen. Und wir haben noch ein paar wertvolle Dinge zurückgelassen im Ödsturz-Hügelgrab. Und aus diesem Grund werden wir uns nochmal dorthin begeben und diese wertvollen Dinge mitnehmen. Wir machen das Ganze mal per Schnellreise. Die Strecke haben wir ja schon einmal hinter uns. Zwei Handwaffen bewirken mehr Schaden als Einhandwaffen. Gut, klar. Das sind ja auch länger, größere Klingen. So. Jetzt würde ich gerne mal was ausprobieren. Ich habe nämlich eine weitere Mod installiert. Die scheint aber noch nicht zu funktionieren. Und zwar handelt es sich bei dieser Mod um die Footprints-Mod. Dass man hier Fußstapfen im Schnee hinterlässt und sowas. Muss ich nochmal nach den Einstellungen gucken. So, und hier haben wir schon die ersten Hinterlassenschaften. Durchsuchen Bandit, Verarmer. Ja, die ganzen wertvollen Sachen wollen wir natürlich nicht so einfach draußen liegen lassen. Ich habe auch die Mikroeinstellungen ein bisschen getweakt, ein paar Filter hinzugefügt. Es kann sein, dass jetzt beim normalen Sprechen, ne, wenn ich jetzt hier so auf der Tastatur rumhämmere, dass man es dann noch hört. Aber wenn ich schweige und auf der Tastatur was mache, dann hört man es nicht. Na, habt ihr gerade nicht gehört. Ich denke, das ist ganz immersive. So, öffnen Bleakforce-Tempel. Nächstes Projekt sind dann die Übersetzungen. So, schauen wir doch mal. Was haben wir hier denn noch Schönes? Fendal? Ja, ihr seid noch da, sehr schön. Skiver, Skiver-Schwanz. Hatten wir die nicht mitgenommen? So, die haben wir sie mitgenommen. Die hatten wir ausgeleert. Wir suchen Skiver, Skiver-Schwanz nehmen wir nochmal mit. Das sind ja alles Sachen, die man verkaufen kann. Hier ist alles leer. Die Kiste hatten wir durch. Genau. Und wenn wir die Sachen dann haben, dann verkaufen wir die noch schnell und dann machen wir uns auf gen Weißlauf, um dem Jarl die Kunde vom Drachenangriff in Helgen zu überliefern. Kann natürlich sein, dass sie dann schon dort angelangt ist, ne? Ich meine, wir haben uns ja jetzt Zeit gelassen, sind erstmal ins Grab gegangen. Also Sachen. Aber wie sagt man so schön? Gut Ding. Will Weile haben. Das wird mit Sicherheit nicht der letzte Drachenangriff sein. Aber deswegen sollten wir nach diesem Grabdurchlauf dieser Beutetour im Beutezug uns schnellstmöglich aufmachen nach Weißlauf. So, die Rätsel sind ja, hatten wir ja alle gelöst. Nochmal schnell oben im Regal gucken, ob da noch was liegt. Ist leer, wunderbar. Hier, da kam die Skiver die Treppe hoch. Hier ist auch alles leer. Chest ist leer, wunderbar. Mal gucken, ob ich vielleicht noch einen Rucksack-Mod oder so installiert kriege. Und mir ist aufgefallen, auf den Aufnahmen sind dunkle Bereiche sehr, sehr dunkel tatsächlich. Muss nochmal was an den Aufnahmeeinstellungen ändern. Wir hatten doch eine Fackel, oder nicht? Ich meine, wir hätten eine Fackel gehabt. Nee? Das wundert mich. Haben wir die verkauft? Fendal! Wo seid ihr? Nach oben.
Ah, Feendahl, hallo. Bin immer noch da. Sehr schön. Lasst mich mal in euer Inventar. Was soll ich nehmen? Nee. Auch keine Fackel. Ihr geht vor, ich folge. Ja, dann folgt mir mal. So, hier war der runtergefallene Kessel. Ja, und ich habe tatsächlich auch schon wieder das nächste Projekt am Laufen. Und zwar werde ich heute Nachmittag eine Runde Let's Play aufnehmen. Und welches Spiel verrate ich euch natürlich jetzt gerade mal noch nicht. Die verwundete Frostbissspinne. Das werdet ihr dann sehen, aber es ist ein recht aktuelles Spiel. Kann natürlich sein, dass ich dann schon die erste Folge davon hochgeladen habe, wenn diese Folge hier erscheint. Das dürfte ja jetzt Folge 6 sein von Skyrim. Aber trotzdem, von daher, es läuft interessanterweise, jetzt wo ich mir vorgenommen habe, nicht regelmäßig was zu machen, läuft es irgendwie regelmäßiger als vorher. So, Arvel der Flinke ist jetzt nicht mehr so flink tatsächlicherweise. Wie gesagt, ist wirklich nur ein ganz schneller Beutezug hier durch. Ein Balsamierungswerkzeug. Das hatten wir alles ausgeleert. Hier war sowieso nichts drin. Hier war auch alles leer. So. Boah, diese Texturen, wie geil die einfach aussehen, ne? Gerade hier die Ranke. Echt richtig gut. Das gibt dem Spiel nochmal so ein großes Plus an Charme. Echt cool. Und den Screenshot-Sound habe ich mir übrigens auch ausgestellt jetzt endlich mal. Ich habe gerade einen Screenshot aufgenommen. Hat man nicht gehört. Das ist doch sehr schön. So, hier war alles leer. Drauge. Der hat noch was. Und zwar die Ancient Nord War Axe. Ori Nord Armor. Die waren so schwer. Die mussten wir schon liegen lassen. Ich hoffe, die können wir jetzt alle mitnehmen. Der Feendahl hat ja auch noch ein bisschen Kapazität. Können wir dem die Rüstung eigentlich? Bin immer noch da. Ja, sehr schön. Ich würde gerne Sachen mit euch tauschen. Was soll ich nehmen? Ich hätte hier so ein paar echt leichte Rüstungen für euch. Hori Nord Armor. Gewicht 30, Rüstungswert 34. Das ist halt schon echt krass. Was hat die jetzt angezogen? Was soll ich nehmen? Nee, ist immer noch die kaiserliche Rüstung. Aber die kaiserliche... Die kaiserliche Rüstung ist doch viel... viel schwächer. Das wundert mich. Warum zieht er die denn nicht an? Naja, von mir aus. So. Ihr geht vor, ich folge. Jawohl, dann gehen wir mal. So, jetzt habe ich mich natürlich... Von da sind wir... Von wo sind wir denn gekommen? Von hier, ne? Ja, genau. Da, wo die Drauge liegen auf dem Boden, da sind wir hergekommen. So, hier ist die Falle. Ich bewege mich mal dahinter lang. Ah, er folgt mir tatsächlich. Okay, ich hätte jetzt gedacht, er geht da lang. Ist gar nicht mal so schlecht, das Pathfinding hier. So, ruheloser Drauge. Den hatten wir direkt nach dem Aufstehen... Aha. Direkt nach dem Aufstehen weggeschnetzelt. Und schon können wir nicht mehr rennen. Bin immer noch da. Was soll ich nehmen? Ja, eine weitere sehr leichte Rüstung hätte ich für euch zu tragen. Ihr macht das schon sehr gut. Ich gebe euch einfach mal meine ganzen Besitztümer. Geht ihr voran? Jawohl. Muss mal gucken, ob ich das mit dem Ingame-Sound, mit dem lokalisierten Ingame-Sound noch besser hinkriege, weil der ist doch im Stereo-Modus in der Aufnahme sehr, sehr leise, wenn man sich wegdreht. Ne? Wenn der Feendahl jetzt was sagen würde und man dreht sich weg, dann bricht das teilweise so ab. Ich weiß nicht, ob das ein Skyrim-Problem ist oder ein Aufnahmeproblem, aber ich glaube fast, das ist ein Skyrim-Problem. Muss ich mal gucken, ob ich da noch einen Fix für finde. So. Wie viel könnt ihr denn überhaupt noch tragen, lieber Feendahl? Bin immer noch da. Jawohl. Was soll ich nehmen?
Lässt er sich nicht mal neue Sätze einfallen irgendwie? Ah, den hat er jetzt angezogen, okay. Was ist denn die... Die War Axe wiegt halt einfach 14. Wie krass ist das denn? Das ist ja mal richtig krass. So, und jetzt ist er nämlich auch überladen. Ihr geht vor. Und wir haben hier gerade einmal die Hälfte aufgesammelt. So, unbeschadet durchgegangen. Haben wir also gelernt. Sehr schön. Hier ist alles weg. Durchsuchen Draugr. Jede Menge Armor. Was ist die Armor überhaupt wert? Die ist halt schon viel wert, ne? Ein bisschen können wir noch tragen, aber viel mehr. Ja, jetzt ist es vorbei. Gut, dann schleichen wir uns hier mal durch. Aber das gibt halt schon viel Gold. Und befürchte fast, wir müssen ein bisschen schummeln. Ich denke, ich werde das Ganze hier einfach mal beschleunigen. So, ich habe mich jetzt entschieden, wir beladen diese Truhe einfach mal mit den schwersten Dingen, vor allen Dingen der Rüstung, weil die ist ja wirklich schwer, aber die 125 Gold, die will ich nicht auf der Strecke liegen lassen fürs Erste. Und kommen dann noch ein paar Mal hierher zurück zu der Kiste. Also wir sammeln jetzt erstmal alles ein, machen das in die Kiste und dann leeren wir die Kiste nach und nach. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. So, was haben wir denn dabei? Ja, 4x34 allein schon die Hoary Nord Armor, Hoary Nord Helmet. Zwei Eisenstiefel, zweimal der Eisenhelm. Und jetzt sind wir nämlich schon ein ganzes Stückchen runtergekommen mit dem Gewicht. Dann würde ich sagen, was wiegt denn hier noch viel? Der Nord Zweihänder hat 18 Gewicht, zweifach. Das Nordschwert 12 Gewicht. Der Nordbogen hat auch 12. 22 hat die Nord Battle Axe. Nord War Axe 14. So, und unsere Iron Battle Axe behalte ich mal. Iron Dagger fein behalte ich mal. Das Eisenschwert packe ich mit rein. Das ist unsere Waffe. Die... Der Iron Warhammer, Woodcutter's Axe. Ja, gut, kann ich eigentlich auch mit reinpacken. So, und jetzt haben wir hier nämlich jede Menge Sachen drin und haben erstmal nur 188 Traglast. Dann muss ich mir das nur aufschreiben. Truhe, Ödsturz, Hügelgrab. So, habe ich mir das aufgeschrieben. Und dann können wir zu dieser Truhe zurückkehren. Fendal, wo seid ihr denn? Hallo. Ich gebe euch Deckung. Ja, das ist sehr schön, aber die Feinde hier haben wir ja alle weggeschnetzelt. Was soll ich nehmen? Ihr könnt mir was geben, tatsächlich. Und zwar alle Waffen, die ihr nicht benutzt. Und die ganze Rüstung, die ihr nicht benutzt, könnt ihr mir geben. So, Studded Armor nehmen wir auch noch. Pfeile brauche ich natürlich noch, ne? Eisenpfeil gebe ich ihm einfach mal. 63, jawohl. So, und dann packen wir das auch noch in die Rüstung. Und vielleicht können wir dann ja hierher zu, in die Truhe. Vielleicht können wir ja dann hierher zurückkommen, wenn wir etwas weniger Schwierigkeiten haben, so viele Sachen zu tragen.
alles da rein. So, und jetzt können wir erstmal weitergehen. Hier runter. Müssen wir außen rum. Und können das Ganze erst einmal so zurücklassen. Seid ihr jetzt da runter? Ihr seid tatsächlich da runtergesprungen, Vendal. Okay. Mutig. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber von mir aus. Wenn dies euer Begehr ist, dann tut es. So, durchsuchen Skiver, Skelett, beide leer. Hier ist auch nichts mehr. Die Chest. Den Iron Warhammer nehmen wir nochmal mit. Skelett ist auch leer. Drum ziehen wir umher und machen alles leer. Weiter geht's. Oh yeah. Bis wir nämlich langsam in den größten Dungeon kommen. In den finalen Dungeon. Genau, so. Hier waren wir. Hier kam dann schon wieder das ein oder andere Viech herausgehüpft. Hier steckt doch schon der alte Nordzweihänder. Hat doch schon aus dem Kiefer rausgeragt. Durch herausragende Leistung! Durchsuchen Chest. Leinentuch, Wundtuch. Das ist doch jetzt nicht. Also die Traglast ist ja... Bin immer noch da. Was soll ich nehmen? Ja, wie so oft sollt ihr bitte mein ganzes... Was haben wir denn hier noch? Was kann ich Ihnen denn nochmal abtreten? Das wiegt eigentlich auch alles nix, das Essen. Wiegt auch nix. Was wiegt denn hier am meisten eigentlich? Der Drachenstein wiegt 25. Eisenbarren, ja, der Rest wiegt eigentlich gar nix. Gar nicht. Frostbite, Venom, Gewicht 0,5, wiegt auch nicht viel. Gewicht 12, bebänderte Eisenschild ist Bestandteil unserer Rüstung, können wir eigentlich mal... Was wiegt denn so viel? Die Iron Battle Axe Fine wiegt 20. Ancient Nord War Axe mal wieder. Iron Greatsword. Ich gebe ihm jetzt einfach mal alles. Bis auf die feinen Sachen. Stab des Schutzgeistes kann er auch haben. Und der alte Nordzweihänder, den soll er auch haben. Jetzt sind wir bei 185 Traglast, das sieht ganz gut aus. Ich folge. Und einmal auf ins Ödsturz-Hügelgrab Heiligtum. So. Auf ins Allerheiligste. Was wir überhaupt nicht entweiht haben. Durch unser höchst heiliges Gemetzel. Oh. Ist mich am Ohr erwischt. Die Klinge. Zwiebelt ein bisschen, aber so ein Ohrloch ist ja modern. Restless Ancient Skeleton, genau. So, haben wir auch ausgeleert. Dann haben wir nämlich einiges an... Sachen, was wir verkaufen können. Dann haben wir schon mal einen ganz guten Start, wenn wir uns ein Haus finanzieren wollen. Ich gebe euch Deckung. Ja, lieber Fendal. Was weiß. Soll ich nehmen? Da hätten sie ruhig mal ein paar mehr Sätze einfügen können. Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Was soll ich denn nehmen? So, die Eisenrüstung, die wollte ich gar nicht. Die wollte ich ihm eigentlich geben. Nee, das ist meine, ne? Das will... Ach, wir haben sortiert wieder. Das kann er haben. Und das ist Bestandteil unserer Rüstung. So, genau. Gut. Dann mal los. Genau, dann mal los. So, der ist leer, der Trauger. Hier hinten war nichts mehr. Ist schon ganz schön dunkel auf der Aufnahme. Müssen wir mal ein bisschen... die Helligkeitseinstellung tweaken.
glaube, ich denke da nachher dran. Ich will es jetzt nicht aufschreiben, damit wir hier schnell durchkommen. Ich will nämlich auch weiter nach Weißlauf. Nicht, dass der Jarl noch böse auf uns wird. Ich meine, bis jetzt weiß er es ja wahrscheinlich, hoffentlich, denke ich mal, noch nicht. Wobei, oft sind so solche Nachrichten ja schneller in aller Munde, als es manchmal gut wäre. So, die Kammer der Rätsel. Das ist ganz cool gemacht tatsächlich. Mit dieser goldenen Klaue. Die Lösung liegt in eurer Hand. Das ist, sowas gefällt mir ja, ne? Wenn man ein bisschen rätseln muss, nicht gleich durchkommt. Ich mag Herausforderungen. Das ist einfach, hat was. Es macht spannend. Da hinten ist nichts. Aber hier waren doch auch noch Leute. Hier hat man, glaube ich, alles durchsucht. Das war ja der... Ach, genau, die hatten wir hingeschmissen. Durchsuchen Chest, Burned Book. Höherer Draugerfürst. Eisenhelm. Leinentuch. Und da oben ging es dann ja raus. Das heißt, wir können hier nochmal schwere Sachen reinpacken. Was haben wir denn? Wieder die Ancient Nord War Axe. Die Rüstung natürlich. So. Binder. Ich bin direkt hinter euch. Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Sieht man da noch seine Traglast irgendwo? Nee, ne? Aber er kann keine schweren Sachen mehr nehmen. Dann mal los. Warte mal. Ihr müsst was für mich machen. Na schön. Was denn? Begleiterbefehle. Du bist im Befehlsmodus. Um deinen Begleiter einen Befehl zu erteilen, bewege die Zielhilfe, bis ein Befehl erscheint und drücke dann E, um einen Befehl zu erteilen. Um den Befehlsmodus zu verlassen, drücke Escape. Was braucht ihr? Ich brauche eure Tragkraft. Verstanden. Alles neben Chest leer. Alles klar. Sonst noch etwas? Bin immer noch da. Oh. Dann mal los. Ist ja jetzt eigentlich kein Schummeln, wenn das funktioniert, ne? Ich meine, Skyrim, Special Edition, völlig bugfrei. Also muss das gewollt sein, dass er jetzt die ganze Truhe mit den 25.000 Kilo Armor hat ausleeren können. Das ist definitiv lore-friendly. So, und hier geht's raus nach Skyrim. Ja, genau. Hier geht's raus nach Skyrim. Hier ist noch eine Truhe. Auch jede Menge Pelzrüstung und Co. Aber dann, ich würde ganz gerne nochmal nach da oben hoch. War ich zu schnell. Wo komme ich denn? Können wir uns hier hochbacken, bitte? Nee. Kommt! Oh! Nee? Wollen sie nicht? Das wollen sie nicht. Also wenn man einmal hier runter ist, dann soll man unten sein, oder was? Das ist ja... Oh! Komm! Ah!
Okay, wir müssen nochmal von vorne rein dann. Dann machen wir uns jetzt erstmal auf in Richtung Dorf. Verkaufen den ganzen Klumpatsch. Und dann geht's auf nach Weißlauf. Jede Waffe und jedes Rüstungsteil kann bei einem Schmied verbessert werden. Unabhängig vom Material oder von der Fertigkeit oder etwaigen Talenten des Schmieds. Schmiedetalente ermöglichen die Verbesserung von Waffen und Rüstung. Fendal, schön, dass ihr hier seid. Wir machen uns einmal ins Handelskontor. Wobei, jetzt ist gerade Nacht, ne? Da kommen wir hier nirgends rein. Und wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch eine gemütliche Runde schlafen. Zum schlafenden Riesen. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ja. Ihr seid dieser Gast und habt hier herum. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Lieber Orkner, was habt ihr denn zu verkaufen? Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Na, das ist doch schon mal was wert. Was haben wir denn da? Abazeanischer Mirakelbarsch. Was ein Name. Ich würde mal so ein Kartoffelchen würde ich mir mal genehmigen. Und ein Bier und ein Stückchen Brot noch dazu. Und eine Tomate, weil es so lecker ist. Vielen Dank. Also gut. Ja, so, jetzt würde ich ganz gerne ein Zimmer. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Das ist schön, Delfine. Hier in Flusswald kommen nicht viele Reisende vorbei. Habt ihr denn in letzter Zeit Gerüchte gehört? Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Was? Ja, okay. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Ah, okay. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Das wieder hier? Hier das Zimmer, Kaiser. Oder? Jawohl. So, gute Nacht. Zeit, denn Kämpfe sind bald so, machen wir mal 12 Stunden. Tut das gut. Ich fühle mich etwas bedrängt. Nun gut. Jetzt müssen die Läden offen haben. Und es regnet. Welch ein Zufall aber auch. So, einmal ins Handelskontor. Ist hier noch gar keiner da? Hallo? Hallo? Schlafen tun sie auch nicht. Sind sie draußen am Balkon? Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Sie sind draußen am Balkon. Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Ich habe großartig. So, gehen wir mal rein. Es ist echt ungemütlich draußen gerade. Ah, Lucan. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. So empfinde ich auch für euch. Fasst das bitte nicht falsch auf, aber ihr seht ein wenig krank aus. Ja, okay. Ihr seid nicht von hier.
da sind wir schon zu zweit. Ich bin aus der kaiserlichen Provinz hierher gekommen, um mit meinem Bruder Lucan zu arbeiten. Okay. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Jawohl. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Was mag sein? Was habt ihr denn zu verkaufen? Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Okay, ist mir eigentlich auch egal, weil ich würde euch gerne was verkaufen. Ich habe nämlich hier diverse Sachen dabei. Ganz tolle Pelzrüstung habe ich. Und so eine Tunika. Ein bisschen was zu essen hätte ich tatsächlich auch. Oder so Hundefleisch, falls ihr das verkauft. Und hier ein bisschen Ziegenkäse. Einbalsamierungswerkzeuge, was man halt so täglich mit sich bringt. Ne? Viel Leinen. So kaputte Bücher, müsst ihr mal gucken, ob ihr die Seiten noch benutzen könnt. Ein verbranntes Buch kann man gut zum Ofen anheizen benutzen. Genau. Also. So, mein lieber Begleiter Feendahl. Ich gebe euch Deckung. Ja, wir sind sicher gerade. Was soll ich nehmen? Ihr sollt nicht nehmen, sondern geben. Und zwar die Battle Axe. 7 War Axes haben wir. Jede Menge Armor. Ein Großschwert, ein Eisenschild haben wir. Schlüssel zu finden als Haus. Kaiserliche leichte Rüstung. Stufenaufstieg möglich, jawohl. So, jetzt wollen wir dem Feendahl nochmal wiedergeben, was er anhatte. Warum sind denn die... Ach, weil er die anhatte, ist das gestohlen oder was? Okay. Also diese rote Hand heißt wohl gestohlen, das Symbol daneben. Ich hoffe, die können wir dann überhaupt verkaufen, wenn die... So, ja, als gestohlen markiert sind. So, das lieber Lucan. Meine Schwester Camilla oder ich helfen euch gern. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ja. So, ich hätte noch mal ein paar Waffen. Zu verkaufen. Die Battle Axe würde ich gern noch mal behalten, tatsächlich. Großschwert Schaden 17. Battle Axe hat nämlich Schaden 21. Den Zweihänder kann Luca, kann den da wieder kriegen. Und Rüstung haben wir noch. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, hat mich gefreut, mit euch Geschäfte zu machen. Vielen Dank. So, und ich würde sagen, wir holen jetzt ganz rasch die Sachen aus der Truhe und sehen uns dann direkt hier wieder.